Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo. Ja, ich sehe ein bisschen anders aus seit dem letzten Part. Das hat den Grund, weil wir offscreen zwischen den Parts gelevelt haben, wie blöde. Ja, Nicht wahr? und ich hier eine Rüstung gesammelt habe. Ja, das kommt noch dazu. Aber der Hauptpunkt ist, wir haben gelevelt und da bist du auch schon. Ja, dann lass uns gleich los, weil hier ist PvP-Gebiet. Juhu, da freue ich mich ja. Weil wer liebt nicht diese PvP-Gebiete? Ja, PvP ist toll, wunderschön. Könnte ich kotzen dabei. Frag mich mal. Den Ort kenne ich doch schon. Ja, weil wir bei mir schon durchgelaufen sind. Echt? Bei mir noch nicht? Nee. Ah. Nur bei mir sind wir hier ein Stückchen durch. Au. Ja, ich will erwischt werden. Achtung! Ja. Boah. Der läuft nicht hinterher. Ja, ich weiß, der läuft uns hinterher, aber lieber sind wir erstmal da drin. Und besiegen sie dann, wie Wieder draußen unter Feuerbällen zu sterben. genau. Was hat denn der in der Hand? Sind das Rasseln? Nee. Ja, da kommt auch schon ein PvP-Typ. Ja, dann guck, dass du wenigstens Vorsicht hinter dir. Da ist Da er. ist er. Ach, warte, noch einer. Ja. Das ist ja übel. Sauber, den haben wir. Ja, ich bin nicht mehr ganz so hilflos. Ja, das wissen wir. Geht der mich schon. Der geht mir jetzt schon auf den Sack. Ist ja nicht so schlimm. Lass ihn abbauen. Ja, der will uns wieder in die Gegner locken. Schlag hier mal dran. Wo dran? An die Wand. An welche? Die! Ah. Achtung! Jetzt schlag drauf. Ich kann nicht, ich habe mich gerade gestunt. Sauber. Okay. Boah, was ein Penner, oder? Jetzt lasse ich das immer machen. Ja, ich möchte mal gleich dabei erwähnen, das kostet mich unwahrscheinlich viel MP. Aber fängt doch schon gut an. Zwei Fenstergeister gekillt. Beziehungsweise der eine war ja irgendwann anderes. Ja, das eine war ein Finstergeist, das andere war ein anderes Getreuer. Ja. So, bitteschön, lock erst den linken an. Ach, stimmt, ja. Ja, ich kann mich dran erinnern. Hallo. Komm. Boah, Alter. Der hat mich jetzt erwischt. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Entschuldige, dass ich gerade so wenig rede, aber ich konzentriere mich hier voll auf den Kampf gerade. Nein, macht ja nichts. Ich beschwere mich nicht. Ich glaube, das können die Zuschauer auch nachvollziehen, wenn man hier in dem Spiel mal wenig redet. So, der ist tot. Alter, das fällt ziemlich viel ab, ey. Ja, ich weiß, ich weiß. Es könnte sein, dass der was fallen lassen hat. Ach so, ja. Nee, hat er nicht. Gut. Dann den nächsten. Okay. Komm. Gut, 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 gut. Haust aber ordentlich rein mit deinem Zauber. Ja, ich weiß, deswegen bin ich ja Magier. Ich brauche nur immer erst die passenden Zauber. So, machen kalt. Ach, ist tot. Dann hast du nämlich jetzt ein Leuchtfeuer. Bei dir hat es so wunderbar geklappt, bei mir so beschissen, ne? Und ich habe Ring der Gunst gefunden. Ja, den kannst du dir direkt anlegen gleich. Aber talk erst mit dem Master da hinten. Ja, ui. Okay, dann talken wir mal. Bist denn du für einer? Hallo? Zu Erzdiakon McDonald beten. Okay. Bäh, der sieht ja eklig aus. Der redet aber nicht. Ist das nur eine Statue? Ist das ein Toter? Das ist ein Erzdiakon. Jetzt hast du nämlich den Altrichsgetreuen-Eid. Und wenn du den anlegst, wirst du hier gerufen, ja, um andere zu töten, andere Spieler, die sich gerade hier befinden. Aha. Um dann menschliche Abschaum zu sammeln, den du dann da darbieten kannst und kriegst dann für
10 und 30 jeweils. 10, 20, 30, ich weiß nicht mehr genau, wie es gestaffelt ist, wie viele Items du bekommst. Aber du kriegst auf jeden Fall bei 10 abgegebenen Item und bei 30 kriegst du auf jeden Fall auch eins. Okay, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt machen, um weiterzukommen. Nee. Gut. Ja, cool. Set mal. Ja, dann leg dir den Ring der Gunst erstmal an. Ja, sorry. Was der ist nämlich gut. Was macht der denn? Was Gutes. Mach den weg. Ring der Gunst. Erhöht TP, Ausdauer. Ah, cool. Dann nehmen wir den doch. Ich suche gerade meinen. Oh. Juhu. Vielen Dank. So, und diese Viecher hier drin, die werden, glaube ich, auch nicht mehr wieder beschworen, oder? Nee. Einmal tot, immer tot. Okay. Das ist immer beruhigend zu wissen. Du hast ja dadurch das Leuchtfeuer aktiviert. Ja, ich weiß. Es war, ich war mir eigentlich auch schon sicher, nur ich wollte... Wo waren hier die Leiter? Ach, da war die Leiter. Ach, mehr kann man in dem Raum gar nicht machen. Nee, das ist nur für diesen McDonald. Ja. Ronald McDonald? Ja, so wie der aussieht. So wie der aussieht. Er sieht nicht aus wie Ronald McDonald, aber er sieht aus, als hätte er schon oft McDonalds besucht. Naja, Ronald McDonald gibt es nicht mehr. Also wurde er irgendwo als Leiche verscharrt. Ah. Ist vielleicht in Wasser gewesen, dadurch ein bisschen aufgequillt und dann wird das Aussehen passen. Die gleiche Hautfarbe passt ja auch zu der weißen Schminke. Wir sind da was Großem auf der Spur. Ja, ich glaube auch. Was geht so ein in die, als die Ronald McDonald Verschwörung? Jetzt pass auf! Ja, mach ich. Weil ich habe nicht mehr viele MP, ne? Okay. Das heißt, ich krieg die alleine definitiv nicht klein. Okay, was erwartet uns denn da? Ich sehe gerade nichts. Ach, da kommen diese Ritter, ne? Ja. Okay. Achtung, Achtung, der erste schießt. Ja. Vorsicht, da gegenüber von uns steht ein Ritter. Okay. Den besiegen wir jetzt nicht, wir rennen da jetzt hoch. Ja, alles klar. Und dann gucken wir, dass wir überleben und alles töten, was uns hinterher rennt. Okay. Boah, Alter, Alter. Ja, guck dir an, was die mir abziehen, ne? Okay, der ist tot. Das ist gut. Ja, jetzt können wir den da unten mit abballern, weil der schießt auch mit Pfeilen auf uns. Kannst du den anvisieren? Nee, noch nicht. Jetzt. Ja. Uff. Lauf du mal runter zu ihm. Ja. Boah, ich muss aufpassen. Vorsicht. Dass er mich nicht runterwirfen kann. Oh, da oben schießt noch ein anderer Penner irgendwo. Oh. Jetzt komm hoch. Ja. Alles klar, Moment. Oh, nein, 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 nein. Oh nein, Gott. Nein, nein. Boah. Alter, war das knapp gerade. Ja, ich hab's gesehen. Alter. So, einmal Item. Ja, ich hab zwei Pfeile in mir stecken. Das irritiert mich ein bisschen. Asche eines Ostländers. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt kannst du große Titanic-Scherben kaufen. Ah. Sprich, du kannst deine Waffen schneller verbessern. Ja. Aber die sind wahrscheinlich auch schweineteuer, oder? Ja, das schon, aber das ist halt die einfachste Möglichkeit stellenweise. Ja. Ach, da ist der nächste. Ja, geh du nah dran. Ja. Dann holen sie nämlich ihr Schild und Schwert und dann können wir gemeinsam... Ach, sehr gut. Ja, ganz hilflos bin ich auch nicht. Hab ich ja auch nie behauptet, oder? So, hier steht irgendwo noch einer. Da unten steht noch einer, den müssen wir gleich töten. Und hier hinten steht noch einer. Achtung. Ja. Du musst nah dran. Ja. Dann holt er nämlich wieder Schild und Schwert. Und dann kann ich wieder so viel. So eine Ferne mit Magie. Na, Arschloch. Da haben wir nochmal den Helm, den ich auf hab. So. Da unten sind zwei. Ach scheiße, was machen wir? Wart kurz, ich log an.
So, der kommt hoch. Ja. Problem-MP sind so gut wie weg. Okay, hast auch keine Dingens mehr? Nee. Das heißt, einer lenkt ab, der andere sticht von hinten. So ungefähr? Aber das sind auch respawnende Gegner, oder? Das sind respawnende Gegner, ja. Die kennt man ja schon aus Dark Souls 1. Ja. Oh. Scheiße, da müssen wir extrem aufpassen. Was tut? Okay. So. Haben wir jetzt hier Ruhe? Erstmal? Ja, wir machen jetzt hier eine kleine Abkürzung auf, dass falls du gleich verrecken solltest, du nicht komplett leer auf den Weg entlang. Ja, das hört sich gut an. Dann können wir nämlich abkürzen. Hier runter? Ja. Da unten das Tor öffnen, dann wieder hochkommen. Ist klar. So, hallo und tschüss. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, finde ich auch. Dass das bei dir so gut geklappt hat. Als ich das erste Mal hier entlang gegangen bin, habe ich mir echt einen abgerissen. Bei mir darf doch auch mal was klappen. Ja, Gott sei Dank. Bei dir klappt es irgendwie meistens besser. Aber du hast auch gesehen, die Finstergeister, ich habe sie beide weggebummt. Ja. Diese Stelle, wo wir jetzt sind, ist original Dark Souls 1. Wenn du dich erinnern kannst. Nee, natürlich nicht. Dann geh mal hier zu dem Ding und schlag hier einmal drauf. Hm. Jetzt haben wir die schöne Statue da. Ja, das ist normal. In Dark Souls 1 kannst du hier nämlich niederknien, einen Eid bekommen von der Wendelin. Ja. Oder dem Wendelin, der eigentlich der transsexuell, glaube ich, ist oder irgendwie so. War hier ein Bosskampf in dem Gang? Genau, in dem Gang war ein Bosskampf gegen dieses Magiervieh, ja, Wendelin. Ja, da klingelt's. So, du darfst da einmal lang. Kommt mir irgendwas. Es ist schon wieder sehr verdächtig, du darfst da einmal lang. Passiert da jetzt nichts? Nee, irgendwas? Ich habe nur keinen Bock, den Weg mit dir zu laufen, was total unnötig ist. Achso, was ist denn da? Auf der rechten Seite ist ein Durchgang, da ist eine Kiste. Okay. Was war hier in Dark Souls 1? Saß hier irgendwas? Nee, das war Wendelins Thron. Ist der Durchgang wieder hinter so einer Wand, oder was? Links. Da rechts. Ja, da einfach durch. Links. Was, wo? Da! Ach, da! Oh, da ist die Kiste. Was haben wir da? Umkehrring. Und ja, der Umkehrring ist einfach dafür da. Ich glaube, wenn du... Nee, ich weiß es nicht mehr. Moment. Das war's hier. Kann ich wieder zurück? Jetzt kannst du wieder zurück. Das ist nur so ein kleines. Ah, Männer können Frauenaktionen ausführen und umgekehrt. Genau, dafür war er da. Ja, das heißt, weil geistiges Aussehen hast du ja hier kaum noch. Das heißt, ich kann meine Tage bekommen? Ja, mit genau. Diesem Ring? Das heißt das. Ah. Item Glut. Was hast du getan? Ich habe einen Hebel betätigt. Ah, ich sehe es. Das ist original der Weg aus Dark Souls 1. Ja, so ein bisschen kommt es mir jetzt bekannt vor. Wenn wir hier jetzt hochlaufen, würde in Dark Souls 1 ein Gargoyle kommen. Der wahrscheinlich jetzt auch hier kommt. Nein. In dreifacher Ausführung. Keine Angst, hier kommt kein Gargoyle. Aber was anderes? Nein. Ups, andere Seite. Ich mach schon. Ja, Karussell! Wuhu! Ja, war doch klar, dass ich auf der falschen Seite stehe. Doch immer so. Und das hier kennt doch jeder. Jeder, der Dark Souls 1 gespielt hat, kennt doch diese Stelle. Das ist die epischste Stelle überhaupt. Anonando. Wir sind zurück. Muss das sein? Wo du schön da vorne entlang gehen kannst und dann durchs Fenster springen musst. Sehr kotzige Szene, weil du durchs Fenster musst. Komm. Ist das, warte mal, ist das hier ein relativ sicheres Gebiet gerade? Ja.
kann ich dann kurz einen Cut machen, weil ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch dauert. Zwei Sekunden, folgt mir einfach kurz. Ja, okay, okay. Okay. Du darfst den Part gleich komplett beenden, wenn du das willst. Ja, ich weiß ja nicht, was wir jetzt hier noch vorhaben alles. Er schreckt mich nicht so. Ich dachte, du stürzt jetzt in den Tod. Ja, genau. Sieht man noch. Oh, scheiße. Moment, Moment, ich verpiss mich mal kurz aus deiner Sitzung. Achso. Da ist nämlich plötzlich eine Wand. So, jetzt da drauf, ja, genau da, wo das Leuchtfeuer ist, genau. Woher weiß man denn, woher? Ich frage mich einfach, woher? Dark Souls 1 gibt es ganz viele unsichtbare Wege. Ja, und dann denkt man, komisch, da ist ein Leuchtfeuer, muss ich hier irgendwie hinkommen, lauf mal. Ja, aber los. Ich würde doch nicht, bei so einem Spiel würde ich doch nicht auf die Idee kommen, ach, ich laufe jetzt einfach mal über den Abgrund. Da würde ich denken, okay, wenn ich da runterfalle, sterbe ich. Es gibt ja Prismensteine. Und wenn man eine Vermutung hat, kann man da hin und kann die Prismensteine legen. Ja, okay. Ich rede mal mit der Tussi, die hier sitzt, ja? Ja, das bringt dir eh nicht, noch nicht viel. Ich kann auch trotzdem mit dir reden. Dann ja, sprich mit ihr. Ja. Bevor du mit ihr sprichst. Was? Guck dir den Schwanz an von der Tussi. Ich dachte, und das ist eine Aussehen Frau. Von der also. Tussi. Ja, ich habe die schon bei dir gesehen, da hast du mir schon erzählt, wer das ist. Aber ich da gibt es ganz viele dubiose Vermutungen, was das für eine sein könnte. Ich vermute, sie ist eine Schwester von der Tussi, die im Bild kommt. Oh, wie hießen die jetzt nochmal im Bild? Ich weiß es nicht mehr. Im Bild? Die im Bild. Ach so, die im Bild. Ja, weiß ich. Aus Dark Souls 1. Aber ich, die Unsichtbare. Ich spreche es jetzt mal an. Name thyself, stranger. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Ist das schlimm, wenn ich das mache? Ach nee, du hast den? Dann füllen aus. Okay. Thou thinkst too. Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the Dark Moon. Thou art now a blade of the Dark Moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Okay, was hat uns das jetzt gebracht im Klartext? Ich wusste nicht, dass du dieses Dingens hast. Du hast jetzt den letzten Eid entdeckt. Oh, ich habe alle Eide. Ja. Cool. Das war der letzte Eid. Und was kann ich jetzt da machen? Was passiert, wenn ich jetzt knien mache? Du kannst dann Sachen darbieten. Wie bei jedem Eid. Ach so. Okay. Na gut. Lass mal das. Ja, und es heißt auch, es wäre die Schwester von Guinevere. Guinevere. Du kannst da lang. Was? Ich wollte doch... Davor. Geh mal davor. Ja, ich wollte doch... Und da geh jetzt runter. Hier runter? Ja, du kannst hier die Wege suchen. Ja, ich... Und dann kannst du cutten. Na gut. Ich dachte nur, weil wir gerade an so einem schönen Leuchtfeuer sind. Stopp, bevor du da langläufst, guck dir genau an, wo du runter kannst. Ja, mach ich ja gerade. Ja, da kannst du. Glaube ich. Das gesehen. Gemäldehüterschwert kennt man auch schon aus Dark Souls 1. Von den tollen Gemäldehütern. Daher den Namen? Ja. Und da hast du die komplette Rüstung von denen. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Hast du mir die nicht mal sogar geschenkt damals in Dark Souls 1, aber ich habe die nicht angezogen, weil die irgendwie doof aussieht? Das kann sein. Aber ich finde die cool. Ich finde die Gemäldehüterrüstung finde ich total cool. Die nur hat so kaum Werte.
Also die ist richtig schlecht von den Werten her. Okay. Ich glaube, wir haben doch immer gesagt, die sehen aus wie vom Kuckucksclan. Ja, so ein bisschen. Aber die Waffe ist auch ganz gut. Die Waffe ist im PvP ganz gut, finde ich. Das interessiert mich ja nur peripher. Hoppla. Von unten. Ja. Soll ich jetzt hier cutten? Da kommt jetzt ein Leuchtfeuer. Du kannst da runterlaufen und dann siehst du, wo du rauskommst. Im Spiritus des Nordwindtals. Ja, und jetzt guck mal links. Oh, Leuchtfeuer. Da warst du schon. Ja, ich erinnere mich. Jetzt kannst du. Jetzt darfst du. Gut, dann mache ich jetzt ein Cut endlich mal und im nächsten Teil geht's dann weiter. Ein Cut? Du kannst den Part beenden, oder nicht? Ja, das sage ich trotzdem manchmal. Achso, du machst einen Cut. Achso, ja, ich verstehe. Okay. Okay, bis dann.